Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr euch auf mybet.com anmeldet, den 100%igen Bonus kassiert, die Möglichkeiten, die diese Website bietet und wie ihr eine Wette platzieren könnt. Über unser Vergleichsportal sportwettenvergleich.net gelangt ihr einfach und direkt auf einen Wettanbieter, in diesem Fall mybet. Um wetten zu können, müsst ihr euch natürlich anmelden. Dazu wird euch auf der Startseite direkt ein Anmeldeformular angeboten. Auf der linken Seite gebt ihr euren Namen sowie eure Adresse an. Auf der rechten Seite sucht ihr euch dann noch ein Passwort und einen Benutzernamen aus. Dann noch die AGB bestätigen und jetzt anmelden. Hier werdet ihr willkommen geheißen und klickt einfach auf den Button Weiter, um weiterzukommen. Dann müsst ihr noch einmal euer Passwort eingeben und die AGB bestätigen. Dann wieder auf Jetzt anmelden klicken. Ihr erhaltet eine Bestätigungs-E-Mail, auf der ihr einen Link anklicken müsst und gelangt zu dieser Seite. Nun den Benutzernamen und das gewählte Passwort eingeben und auf Login klicken. Super, hat alles geklappt. Ihr seid angemeldet. Ihr klickt auf Auf geht's und es kann losgehen. Um wetten zu können, braucht ihr natürlich auch ein Guthaben. Auf der folgenden Seite werden euch sofort Einzahlungsbeträge vorgeschlagen. Ihr könnt zum Beispiel 20, 50, 100 oder auch 200 Euro einzahlen. Außerdem könnt ihr jeden Betrag, den ihr möchtet, selber eintragen. Wir entscheiden uns für 20 Euro und erhalten einen einmaligen Bonus von 20 Euro. Jetzt auf Jetzt einzahlen klicken. Sofort werden euch die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Zum Beispiel per Sofortüberweisung oder Kreditkarte, Visa oder Mastercard. Außerdem könnt ihr auch per normaler Banküberweisung zahlen, dabei aber bedenken, dass es bis zu 10 Tagen dauern kann, bis das Geld angekommen ist. Wir entscheiden uns für PayPal. Dazu rechts auf PayPal klicken und unten auf Einzahlen. Jetzt ist unser Konto aufgeladen und wir können Wetten platzieren. Dazu gibt es zahlreiche Möglichkeiten auf mybet.com. Ich zeige euch heute, wie man auf ein Fußballspiel wettet. Dazu klickt ihr in der oberen Leiste auf Sportwetten. Auf der linken Seite werden euch sofort die verschiedenen Sportarten angezeigt, auf die ihr setzen könnt. Zum Beispiel Tennis, Eishockey oder Basketball. Wir wollen auf ein Fußballspiel setzen, also klicken wir auf Fußball, auf unser Land Deutschland und auf die erste Bundesliga. Jetzt werden euch die Partien der nächsten Woche angezeigt. In der Mitte könnt ihr entweder auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder auch auf einen Auswärtssieg setzen. Außerdem könnt ihr auch Handicap-Wetten tätigen. Und auf der rechten Seite werden euch noch Zusatzwetten angeboten. Dazu auf den grünen Button klicken. Ich entscheide mich für die Partie HSV gegen Köln und tippe auf den Heimsieg für Hamburg. Dazu auf die Zahl 2,2 klicken, die die Quote für diesen Tipp darstellt. Rechts erscheint sofort euer Wettschein. Hier unten gebt ihr ein, wie viel ihr wetten möchtet. In unserem Fall 1 Euro. Unten drunter wird euch nun angezeigt, wie viel ihr gewinnen könnt. Jetzt noch die Wette platzieren. Außerdem müsst ihr jetzt nochmal die Wette bestätigen. Hierzu Wettbestätigung schließen klicken. Wie ihr gesehen habt, ist es sehr einfach, auf mybet.com eine Wette zu platzieren. Außerdem bietet die Website noch viele andere interessante Bereiche, wie zum Beispiel ein Casino oder auch Poker. Dies war ein kleiner Einblick, welche Möglichkeiten euch mybet.com bietet. Wenn ihr den Anbieter ausprobieren wollt, klickt doch einfach auf den folgenden Link. Viel Spaß beim Wetten wünscht sportwettenvergleich.net.